So, mein letztes Pitlock-Video wurde ja bemängelt von Pitlock selbst. Dann schauen wir noch mal, ob wir das mit diesem hier widerlegen können. Also ich habe hier diesen Pitlock-Schlüssel für dieses Set. Das ist aber fest. So, nochmal fest gedreht, richtig? Wird nicht gelobt. Ist selber schuld, wie auch. Und ich werde versuchen, mit meiner Technik hier diesen Pitlock nochmal zu öffnen. Habt ihr gehört, hat schon geknackt. Da wollen wir nicht übertreiben. Ich habe keinen Bock, das jetzt abzureißen. Ich habe ja die Schlüssel, ich möchte das Set gern behalten. Dann sagen wir mal so, sicherer als ohne Set ist es allemal immer noch. Also ich wollte auch keinen von den Pitlock-Mitarbeitern zu nahe treten, aber schauen wir doch mal, was wir hier brauchen, um das zu öffnen. Probier es mal mit einem. Ja, also. Dreht sich ja der Griff hier. Ich sollte vielleicht besser einspannen. So. Also deswegen ohne Schnitt, nicht, dass einer jetzt sagt hier, ah ja, hat er ja geschnitten oder irgendwie. Was? Das soll alles nicht sein. Schraubenzieher. Hätte ich mir natürlich vorher jetzt hier hinlegen sollen, meine Schraubenzieher, die ich dafür eigentlich nehme. Also ich probiere es mal mit dem hier, den habe ich jetzt hier gerade zur Hand. Okay, was jetzt passiert? Toll, super. Ich habe es aufgekriegt, ja, es ging schwer. Mit dem Schraubenzieher, also wie gesagt, habt ihr das jetzt gesehen? Ist das jetzt drauf? Glaubt ihr mir das jetzt? Aber was passiert ist, ist folgendes jetzt. Achso, dreht er durch. Genau, ja. Er war seit Jahren nicht mehr offen. Da verkalkt. Hier. Und jetzt das letzte Mal von der Fachwerkstatt eingebaut worden, ja? Wie gesagt, ich habe es ja vorhin noch mal nachgedreht, noch mal festgedreht. Habt ihr ja gesehen. Also klar, die schwer, denn manchmal nicht so leicht wie beim letzten Mal, ja. Aber ich meine, mit dem Schraubenzieher und dem Pitlock offen. Keine Diskussion. Ich probiere es nochmal beim Sattel jetzt. Der hat ja sogar geknackt, so fest war der. Tut mir leid. Tut mir leid, liebe Pitlock. Tut mir leid, liebe Leute von Pitlock. Tut mir echt leid. Es tut mir leid. Es ist einfach machbar. Es ist einfach machbar. Das ist kein Quatsch von mir oder irgendein Schnulli oder irgendein Scheiß. Ihr habt gehört, es hat sogar geknackt kurz, als ich es festgeschraubt habe. Es funktioniert damit. Das war ein kurzer Video Pitlock, ja, nochmal hinterher geschoben, einfach weil, wie gesagt, wurde ja gesagt, vom Pitlock selber wurde wohl gesagt,
das kann nicht funktionieren, das war nicht richtig fest und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Funktioniert. Wenn Pitlock jetzt irgendwie Bock hat, schickt mir ein neues Set oder so, schickt mir doch einfach so ein Set zu. Was ihr habt gesagt, ihr habt es verbessert, ist wahrscheinlich auch ein altes, weil ist ja schon ein paar Jahre alt, dieses Set, ist schon ein paar Jahre hier mit dran. Aber wie gesagt, mit den Dingern, es funktioniert. Auch ohne Schlüssel. Also ich würde es jetzt auch ohne Schlüssel aufkriegen, was ganz wichtig ist. Ich habe nämlich nur noch einen Schlüssel dazu. Ich glaube, der Draht mal gebraucht, gekauft. Hab nur noch einen Schlüssel. Die Sicherungskarte hat sich schon lange nicht mehr oder beim letzten Umzug verbummelt, was auch immer. Aber einen Schlüssel, also kriegt sowieso keinen Schlüssel nach. Das ist dann schwierig. Würde mal sagen, das war der Beweis. Also werdet dann jetzt immer noch nicht lobt, solltet gerne selber probieren, holt euch einen stabilen Schraubenzieher. Allerdings nehmt keinen mit einer ultra gehärteten Spitze, weil die brechen gerne mal ab. Ja? Also da könnt ihr ruhig so ein Ding nehmen, hier so ein altes Ding hier, was ist das hier, DDR oder was weiß ich, irgend so ein altes Ding. Ja? So. Und damit macht er dann richtig rin, richtig mit Kraft und mit Spucke gut. Ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft im Arm oder so als irgendein Dieb, der ganz schnell mal irgendeinen Brucksattel klauen will. Aber es hat halt funktioniert. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, sagt Tommy. Achso, und eins muss ich aber natürlich noch hinterher schieben. Ich finde das natürlich, dieses Set trotzdem sicherer als ein Schnellspanner auf alle Fälle, ja, natürlich, und auch als ein Inbus-Sicherungsset, also wo man ganz normalen Inbus-Schlüssel hat oder so, und auch sicherer als diese Fünfkant-Sicherung hier. Ja, weil den Schlüssel kann man sich ja auch überall besorgen, der kostet 5 Euro oder so, und dann kann man auch jedes Set damit aufmachen. Und ich meine, ein Dieb, der sich auf Fahrradklauen oder Fahrradteileklauen spezialisiert, der hat sowas halt auch dabei. Und das hier ist schon so ein bisschen, aber auch mal ein bisschen geschickt, ein bisschen Kraft. Finde ich trotzdem sicherer. Allerdings, für den Preis, was so ein Sicherungsset kostet, müsste man da nochmal drüber nachdenken. Und das habt ihr ja gemacht, habt ihr ja gesagt, das wollte ich jetzt nur nochmal hinterher schieben. Und deswegen, vielleicht schickt ihr ja echt mal so ein neues Set rein, hier zu mir. Ich schaue mir das an und schau mal, was dabei rauskommt. Wo? Also, bis denne.